Oh, ein Flöhmarkt. Ihr kennt doch das alte Sprichwort, was der eine wegwirft, ist für den anderen was wert. Aha, ein Weg. Pfui. Und Mr. Krebs ist jeder Müll noch was wert. Der Verkauf ist eröffnet. Gefällt Ihnen was davon? Ja, ich gebe Ihnen 1,50 für den Schirm. Was? Bloß 1,50 dafür? Das Ding ist antik. Es hat einer Königin gehört. $10. $10? Und die ganzen Löcher? Es war die Königin der Schweiz. Eine Königin, sagen Sie? Nicht schlecht nur. Soweit ich weiß, ist die Schweiz gar kein Königreich. Okay, Mr. Schnäppchenjäger. $5. In Ordnung. Ah, der süße Geruch eines dahergelaufenen Trottels. Die riechen noch süßer. Hi, Mr. Krabs. Was machen Sie da? Ich mache einen Antiquitätenverkauf. Seht euch ruhig um. Hey, Patrick, guck dir das an. Ziemlich cool, hä? Sieht aus wie dieser Saugnapf fürs Klo, den ich gestern weggeworfen habe. Das ist doch kein Klosaugnapf. Das ist echt antik. Das ist hunderte von Jahren alt, eine antike Suppenkelle. Seht ihr? Mann, dann habe ich meinen ganz falsch verwendet. Wie viel? $5. Ich habe aber nur 7. In Ordnung. Patrick Star, du bist wirklich der absolute Schnäppchenkönig.